Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist ein bisschen spät abends, aber ich war heute mal wieder unterwegs. Ich war mal heute mit einer guten Freundin und Kollegin unterwegs und war auf dem Weihnachtsmarkt und ich musste noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Und deswegen ist es ein bisschen spät geworden. Aber ich dachte mir, bevor ich mich noch ein bisschen gemütlich mache, werde ich euch eben schnell mein Adventskalender-Türchen zeigen. Und zwar haben wir Türchen Nummer 19, genau. Und das ist nämlich hier, Türchen Nummer 19. Hier unten. Ne? Und das machen wir direkt schnell auf. Wow, das sieht ja toll aus. Wartet mal, das ist ja super. Moment. Das habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Nee. Oh, wie geil ist das denn? Oh, schaut mal! Oh, geil! Das ist ein Art Deco Clam Contour Eyeshadow. Oh, mega! Wenn ich hier reingetutscht bin. Super! Aber die Prägung ist nicht kaputt. Wie geil! Guckt mal! Ah, ist das toll! So ein schönes... Ja, sieht so altgoldmäßig aus. Oh, und butterweich. Oh, die Pigmentierung ist ja mega. Da. Meine Güte. Oh ja, guck mal. Ist das nicht bam? Also wirklich. Und ich habe ja immer noch Produkt auf den Händen. Kann ich noch ein, zwei kleine Mini-Swatche noch hinterher schmeißen? Boah. Ist das geil oder ist das geil? Wahnsinn! Und das in so einem großen Fändchen. Sonst gab's die ja in klein, ganz normal, ne? Cool. Aber ich denke mir mal, das ist auch ein, war das vielleicht so eine Art Limited Edition, dass es so ist? Oder extra Aufsteller, aber mega toll, also mega cool ist das. Das ist, hier steht aber keine Nummer oder so. Oder ist diese große Zahl vielleicht die Nummer hier? Hier steht Art Deco, Clam, Contour, Eyeshadow und dann halt die Artikelnummer und da hinten die 20. Kann sein, dass das die 20 bestimmt ist, ne? Dass es da vielleicht noch eine Nummer 10 gibt oder so. Cool, ich freue mich. Farbe ist wirklich Bombe. Was haben wir denn hier noch stehen? Also Clam Contour Eyeshadow. Die zarte Clam Contour Eyeshadow Textur verwandelt sich beim Auftragen in einen weich cremigen Puder und zaubert eine unglaublich leuchtende Farbe mit außergewöhnlicher Haltbarkeit auf die Haut. Tipp, den Lidschatten mit einem Schaumstoffapplikator auftragen. Okay, ja, genau, also das war mein schönes Stückchen. Ich werde jetzt mal gleich gucken, wo ich, ich glaube, ich habe das hier hinten, nee, da habe ich das, nee, ich habe das, glaube ich, habe ich das nochmal eingesetzt, ja, zweite Etage, tue ich jetzt direkt da rein und das sieht wirklich klasse aus. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem Adventskalender. Morgen geht es wieder weiter.
Morgen gucke ich mal, ob ich dann nach der Arbeit und nach dem Gassigehen von meinem Hund dann das Video machen kann. Das war auch direkt weg. Ja, und dann geht es morgen los mit Türchen Nummer 20 und dann ist es nicht mehr weit bis zum 24. Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank alle Geschenke geschafft und sehr wahrscheinlich werde ich morgen und übermorgen schon die Geschenke so weit einpacken, die ich dann muss, weil ein paar sind eingepackt. Und dann muss ich noch Kärtchen basteln. Muss ich auch noch. Und eventuell möchte ich zum Friseur. Ja. Muss ich erstmal gucken, ob ich Montag das schaffe. Wie das hier zeitlich hier hinhaut. Denn ich muss mal wieder dringend mal ein bisschen schneiden lassen. Und vielleicht möchte ich auch eine kleine Veränderung haben, aber nicht rein im Schnitt, sondern halt bei was anderem. Da muss ich mal gucken. Und ja, genau, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend. Und wenn ihr das Video morgen seht, natürlich einen wunderschönen Sonntag. Eventuell, ne? Und ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis morgen. Tschüss.